Willkommen im Saustall. Oha. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Aber im Moment war ich schon ein bisschen fleißig. Ja, ich habe ein bisschen Zeit zu überbrücken, auch mit euch da draußen. Ich schaffe es nach wie vor nicht in den Garten. Dennoch gab es mal ein Thema, was in meinen Gartenvideos aufgekommen ist. Und es gab Nachfrage, wie ich denn so vorgehe, wenn ich da meinen Fahrrädern bei bin, weil ich ja wirklich mit dem, was ich so mitbringe, die Räder am Laufen halte, zusammen mit das Zusammengewürfle von alten Fahrrädern. Und dann gibt es schon ein paar Lieblinge, ein paar Sachen, die alt und kaputt sind. Und gerade bei alten Rädern, die ich so sehr liebe, könnte man schon fast sagen, die ich optisch so sehr leiden mag. Ihr werdet das gleich sehen, ich werde euch das noch zeigen. Die brauchen an der einen oder anderen Stelle einfach Liebe. Und ich habe im Moment keinen fahrbaren Untersatz. Hier sind auch zwei Räder, die für zwei Leute bestimmt sind. Deswegen, ja, ich bin am Überlegen, das eine fertig zu machen, um es eine Zeit lang selber zu nutzen, bis mein eigenes fertig ist. Einmal im Schnelldurchlauf. Hier sind meine zwei alten Klappräder. Dies hier ist durchgebrochen, aber da befinden sich durchaus noch Teile, die sehr interessant sind, hohl, aber sehr uninteressant. Also ich habe natürlich hier jetzt Räder, die gewisse Sachen brauchen. Hier sagt der Liebe. Dieses gelbe Fahrrad hat einen Plattfuß, das Rad hat einen Plattfuß. Das sind so die Sachen. Das Ding hier habe ich von einer Auktion für 4 Euro ersteigert. Ich habe schon ganz viel poliert und schier gemacht und abgebaut, ein bisschen Zeit investiert, ein bisschen Liebe. Und das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Liebe. Das möchte ich gleich mal irgendwie in der Hand haben. Dann mein alter Gaul hier. Der hat schon gute Dienste geleistet, aber ich kriege irgendwie das Hinterrad noch nicht raus, damit ich das flicken kann. Das sind ja auch Rennradreifen, so eine Sache. So, was kann ich euch noch zeigen? Hier hinten. Das ist so ein Sperrmüllfond. Jetzt muss ich mich aber klein machen. Die Geschichte hier. Ein altes Rennrad. Ja, das hängt hier ein bisschen rum. Ich muss vorsichtig sein, wie ich mich bewege und wie ich die Sachen bewege. Schon gern ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, denn das Ding kann ganz schnell runterkommen. Wenn ich hier mal irgendwie gegenhaue oder so, das hängt hier nur an der Pedale. Dahinter das Regal, was irgendwie ja, hochkant steht und hängt hier alles rum. Ich sage ja, das ist ein Saustall hier. Meine Räder sollen natürlich verkehrssicher sein, das heißt Klingelreflektoren, die ganzen Geschichtchen, ganz wichtig. Ja, aber da gehe ich so eins nach dem anderen durch, das ist jetzt alles nicht wichtig. Als erstes brauche ich hier mal Platz, ein bisschen Bastelmöglichkeit. Da unten steht noch ein Fahrrad dran, da Laufräder, da hängen noch Schläuche rum. Habe mir auch überall so ein bisschen was bei gedacht, das ist nicht ganz ohne System. So, aber ich brauche ein bisschen Platz. Da muss ich ein bisschen in alle möglichen Ecken stopfen. Was sind hier noch drin? Gar nichts. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Das kommt einmal vor die Tür. Ich kann mich hier echt kaum bewegen. Und das Erste, was weg muss, ist auf jeden Fall das hier. Ein Prachtstück von Rennradrahmen. Boing. Autsch. Ich kann es euch noch ein bisschen zeigen, aber der Keller ist so klein. Ich habe jetzt nicht so die Lichtmöglichkeiten. Aber ich glaube, es ist schon zu erkennen, welche Richtung so das geht, was ich gerne fahre. Ich stehe auf jeden Fall auf Stahlrahmen. Am liebsten so gemufft wie hier. Den einmal raus. So, bei dem Rad möchte ich auch nicht bei, aber da fällt schon halt das Hinterrad raus. Hüpp. So, alles was jetzt irgendwie Platz zum Manövrieren nimmt und noch nicht gebraucht wird, kommt mal da raus. Was war das? Ach so, genau. Verdammt, der Adapter. Wo bist du hin? Das ist schlecht. Ach so, doch, hier. Da sind wir. So. Müll, Müll, Müll. Beziehungsweise muss ich noch durchgucken. Jede Menge Sachen, die irgendwie noch ihr Plätzchen brauchen. Da kann ich immer so ein bisschen tief nochmal raus.
So, jetzt haben wir da schon mehr Luft. Das gefällt mir gut. So, jetzt holen wir hier noch irgendwie die Schläuche weg. Die bräuchte ein anderes Projekt. Bleib zu hängen. Gut. So, und jetzt muss das jetzt irgendwie. Mal hoch. Oh, dieses Fahrrad ist so schön. Ja. Tut richtig gut. Oh, lang nicht benutzt das Geschichtchen hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier improvisieren. Ich denke mich mal so ein bisschen in das Fahrrad rein. Mal gucken, ob das geht. Habe ich auf jeden Fall die Freiheit, hier dran zu schrauben. Ich komme überall ran. Mal mehr, mal weniger umständlich. So, ich möchte euch jetzt noch mal das Fahrrad zeigen. Ich habe auch schon fleißig poliert hier. Gepäckträger. Das war alles rostig. Ja. Ich mag es ja, so Edelstahl, vor allen Dingen, wenn es dann nicht rostet oder so schön verchromte Sachen das sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das verchromt ist. Auf jeden Fall poliert. Und ist auch nicht so pflegebedürftig. Ja, Rad läuft soweit. Was Höhenschläge und Seitenschläge angeht, kann ich noch ganz wunderbar zentrieren. Da bin ich begabt. Das habe ich mir auch mit der Zeit selber beigebracht. Mit dem einen oder anderen Tipp von außen, wo ich nicht weiter kam. Ja, und dieses Fahrrad ist eigentlich größtenteils rostig, so an vielen Stellen gewesen. Hier das Hinterrad, das hat noch keine Liebe gekriegt, obwohl doch so ein bisschen sehe ich gerade. Aber da eher etwas vorne, also hier überall Schutzblech, alles schier. Hier oben habe ich poliert, auch der Lenker überall mit Rostspuren versehen. Ja, aber das ist so das, was ja auch einen gewissen Charme ausmacht. Ist ein Bergsieger, hört sich doch ganz gut an. So ein Oldschool-Sattel, der leider ein bisschen kaputt ist an der Seite. Ich habe hier noch ein bisschen Ersatzteil und kann hier ein bisschen gegensteuern, gucken, ob ich da was finde. Ja, und das, was anliegt, ist hier hinten Plattfuß. Ja, da muss ich irgendwie das Hinterrad rauskriegen, sprich Achse freischrauben. Und dann gibt es hier noch so, so ein Teil hier für die Schaltung. Das für den Rücktritt, das ist wichtig. Das muss ich auseinanderbauen. Da werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch andere Schrauben finde. Ja, und das ist das, was jetzt so anliegt, ne? So, der ist platt, der muss raus. Ja, hier diese nette Schraube. Was haben wir da? 9er, 8er. Hm. Nö. Die 9 war es nicht, die 8 kommt hier jetzt. Da ist mein Konter. So. Ich hoffe, das geht so. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Und dann nochmal links. Oh ja, Glück gehabt. Sehr gut. So schlimm sieht die Schraube auch gar nicht aus. Jetzt habe ich auch noch eine Mücke hier drin, super. Die paar Quadratmeter hier zu zwei Teilen. Na, gehst du hier mal rauf? War da keine Unterlegscheibe? Nee, tatsächlich nicht. Hier ist noch ein bisschen Platz. Das sind so Sachen, da geht mir der enge Platz auch ein bisschen auf den Keks und vor allen Dingen die Unordnung. Könnte ein bisschen besser laufen. Ja, aber so ist das nun mal. Ich werde mich arrangieren. Wenn die Zeit gekommen ist, dann wird das Ganze hier mal schier gemacht. Da fehlt mir ein bisschen Energie. Ich muss mich hier so Stück für Stück zurückkämpfen. Ich habe es ja schon letztes Mal im Shorts ein bisschen erzählt. Ein bisschen zähflüssig alles. Ja.
Das hört sich gesund an. So, jetzt brauche ich mal irgendwas 15er-mäßiges. Ne? Fehlt mir gerade einer. Ich hoffe, das geht auch so. Oh, easy going. Da haben wir es. Ansonsten sieht der Schlauch hier noch super aus. Kein Flicken drauf. Sehr gut. Ja. Oh, nochmal Luft rauslassen. Oh ne, noch nicht.
Eigentlich, wann hast du das letzte Mal dein Fahrrad gefleckt? So sieht das derweil aus und trocknet schon vor sich hin. Ich habe jetzt quasi die ganz schnelle Variante zum Flicken. Also durchaus sollte man sich da mehr Zeit lassen, das Ding auf jeden Fall durchs Wasser tauchen. Ich mache das jetzt nur auf diesem Wege. Aber es kann durchaus jetzt der Plattfuß gewesen sein. Der Plattfuß war ja offensichtlich an einer Stelle eindeutig. Ansonsten sieht der Reifen top aus. Darf gleich nur noch mal den Mantel kontrollieren, dass da nicht noch was drin steckt. Ja, die Exemplare sehen nicht immer gut aus, aber diesmal habe ich durchaus Glück. Ihr kennt sie alle, ihr habt sie alle schon mal gesehen, oder? Ich hoffe, ich habe getroffen. Ganz intuitiv geklebt. Geht dann doch nicht so lange über Kopf. Kann schon ein bisschen sehen, wo es klebt und wo es nicht klebt. Ich kenne Menschen, die packen das jetzt mit der Geschichte da rein. Das ist eigentlich auch eine Methode. Und kein Bock hat, da lange zu warten oder das irgendwie abzuziehen. Ich tue mich gerade schwer hier, muss ich sagen. Sonst gibt es immer einen guten Anfang, aber ich rumgepule, das ist nichts für mich, Geduldsfaden und so. Obwohl ich durchaus viele achtsame. Es hält gar nicht. Es hält gar nicht, ey. Das gibt's gar nicht. Ich habe ja mal eine Idee. Das ist so schwer abzukriegen gerade. Ich könnte ja mal aufpumpen. Weil der Flicken ist definitiv belastbar, aber das Plastik da drauf nicht. Das kann klappen. Bringt uns das weiter? Ich weiß noch nicht. Nee. Geil. Das ist ja cool. Ja, da hatte ich immer mal ein Handicap an der Stelle. Aber ich würde sagen, das habe ich da mal behoben, ne? Guck mal, die Dinger müssen nicht immer hundertprozentig sauber sein. Hauptsache zu, an jeder Stelle, an jeder Ecke, einmal rundum. Ich bin glücklich, sehr schön, das Ding ist hier. So, die Kontrolle, da gehe ich quasi einmal unter, für diejenigen, die es wissen wollen. Fange ich denn hier an? Nach einem Marathon-Schriftzug, einer der beiden. So, es war auf jeden Fall auf der Lauffläche, deswegen, wenn, dann finden wir das in der Mitte. Irgendwo in der Mitte. Wenn da was drin ist, ist sie hier für den Übergang. Ach, das ist die Wulst vom Reifen. Okay, da sind schon Ermüdungsspuren. Eine Zeit lang geht das noch. Ja, hier sieht es gut aus. Nichts. Und irgendwie über was Spitzes gefahren und dann nichts weiter bekommen. Das macht man auf jeden Fall. Kann immer was drin stecken. Ui, das sieht hier sieht das ja aber auch übel aus. Ne? Ja, wenn ich da schon mal bei bin. Das ist eigentlich immer ein guter Moment, um zu putzen. Aber ey, das sieht noch so super aus. Ey Leute, 4 Euro für das ganze Rad. Ja, aber wir wollen einmal hier rein. So, haben wir das denn da, das Loch. Schaut doch super aus. Oh, das erste Mal, dass ich wieder gute Laune habe heute. Ja, glücklich wird, wer selber macht. Da ist das Loch.
wahrscheinlich gleich. Oh. Gar nicht so leicht. Aber ich habe es hingekriegt. Ja, manchmal stehen diese alten Rahmen unter Spannung. Oh, oh, das soll mir nicht wieder rausfallen. So, was brauche ich noch? Genau. Ja, einmal für die Rücktrittbremse hier hinten. Ich liebe Rücktrittbremse. Das war so ein, nicht wirklich eine Vollbremsung, die man damit hinlegen kann, obwohl mit dem richtigen Hang im Teer geht er schon. Das Problem ist nur, da wird das Innenleben hier nicht lange durchhalten. Na, geht doch da durch. Was ist denn da los? Ah, okay. So. Damit sichere ich das Rad quasi schon mal vom Rausfallen. Das ist immer richtig schwierig hier, der Teil. Jetzt war ich so lange hier, dass es draußen dunkel ist. Das kann ich vergessen. Schön. Ja, jetzt rollt es da schon mal wieder. Vorderbremse. Vorhanden, geht auch wunderbar. Ja, Gangschaltung fehlt. Hier flattert noch irgendwo der Draht rum. Da. Der wird irgendwie unter den Rahmen, geht da irgendwie durch und dann, wo ist er denn? Achso, genau hier in die Gangschaltung rein. So, hier meine Lieben, ich bin durch, bin jetzt soweit durch. Ich würde sagen, eine Aufgabe wieder geschafft. Mir fällt zurzeit einfach alles schwer, deswegen bin ich glücklich, dass ich eine Sache geschafft habe, die ich mir so vorgenommen hatte, die im Kopf rumschwebte, die mich nicht losließ. Ja, und jetzt bin ich ein Stückchen weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich habe für heute genug. Ich schwitze, ich bin fertig. Mir reicht's. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich natürlich wieder irgendwann aus dem Garten, aber im Moment ist das noch nicht möglich. Bis dann und tschüss.